Jo, was geht? Ihr schon mal ins Blog und willkommen zu einer weiteren Review. Heute geht es um die Platte Counter Consciousness der Band iAnimal. Viel Spaß! Counter Consciousness kommt mit 11 Songs her, geht 36,5 Minuten und ist artwork-technisch leider echt unspektakulär. Es ist jetzt nicht unbedingt hässlich, aber es ist im Endeffekt das Logo. Hinten drauf sind die Songtitel bedruckt. Das, was man, wenn man wohlwollend Booklet sagen möchte, ist eher ein Poster, aber nicht im richtigen Format. Und daher bin ich eigentlich, ja, es ist unspektakulär. Es ist nicht hässlich, es ist aber jetzt auch nichts mega krass Geiles. Musikalisch liefern iAnimal Hardcore-Punk Ende 80er der Westküste, orientieren sich dabei sehr, sehr stark an den Dead Kennedys, sowohl mit der Stimme, wie die Songs geschrieben werden, als auch produktionstechnisch, wirken dabei aber nicht wie ein Abklatsch, sondern als würde man dieser großartigen Band Tribut zollen und sagen, ja, das sind unsere musikalischen Vorbilder, wir finden diese Mucke geil, machen aber trotzdem noch einen Tacken was Eigenes. Und an den besten Stellen kann man auf jeden Fall sagen, dass iAnimal in der gleichen Liga mit Dead Kennedys spielen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass iAnimal grundlegend auch wirklich was zu sagen haben. Ein bisschen schade ist, dass bei der ganzen Länge der Songs es mir ein bisschen zu lang ist. Wie gesagt, 11 Songs, 36, 30, also weit über 3 Minuten. Finde ich für Hardcore-Punk so ein bisschen lang, hätte man vielleicht kompakter machen können. Und nicht zuletzt setzt man die Stimme ganz häufig als Instrument ein, sodass sie entweder fast Spoken-Word-mäßig rüberkommt, ohne viel Instrument, oder in so einem leichten Singsang, auch mit nur ganz geringem Instrumentanteil. Das funktioniert für einzelne Songs gut. Wenn man die Platte aber im Gesamtwerk hört, nimmt so ein bisschen den Dampf raus, nimmt auch so ein bisschen den Drive raus. Das ist schwierig. Dazu kommt noch, dass die Platte, wenn man sie Vinyl kauft, nicht mit einem Downloadcode daherkommt. Das heißt, entweder man kann zu Hause digitalisieren oder man hat Pech gehabt. Vielleicht kann man die Band anschreiben. Sollte man sich also diese Platte kaufen. Die Songs sind auf jeden Fall geil und stehen eigenständig gut da. Als Vinyl ist sie halt ein bisschen unspektakulär, hat keinen Downloadcode. Das heißt, wenn man zu Hause sehr intensiv Musik hört, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Wie gesagt, zum Mitnehmen wird halt schwierig. Leute, die so Sachen auf Yellow Biafra und Guantanamo School of Medicine stehen und auch den Dead Kennedys stark in der Herd trauen, sollten hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Und nicht zuletzt sollte man iAnimal mal live sehen, denn live ist die Band eine absolute Wucht. Bis dahin, haut rein!